Die USA sind wirtschaftlich echt eine Macht. Wirtschaftsleistung rund 18.000 Milliarden Dollar. Größer ist keiner. Noch nicht mal die EU. Rechnet man alle EU-Staaten zusammen, reicht es gerade mal für 17.000 Milliarden. China schafft nur rund 11.000 Milliarden. Aber reden wir über uns. Wenn Deutschland eines kann, dann Waren in die Welt schicken. Und unser Exportpartner Nummer 1 sind die USA. Von Januar bis November 2016 haben wir Waren für 98 Milliarden Euro in die USA geschickt. Vor allem Autos, die wichtigste Ware. Volumen 34 Milliarden Euro. Auch gern gekauft deutsche Maschinen 17,6 Milliarden sowie Produkte aus der Medizin 13,4 Milliarden. Und umgekehrt läuft's auch? Gut? Naja, fast. Beim Import liegen die USA aus unserer Sicht auf Platz 4. Aus China kaufen wir mehr. Trotzdem, die USA sind für uns wie eine Mutterbrust. Und wir auch für die USA? Nicht so. Denn nimmt man alle deutschen Exporte zusammen, dann gehen davon 10% in die USA. Das ist eine Hausnummer. Nimmt man umgekehrt alle US-Exporte zusammen, dann gehen davon gerade mal 4% nach Deutschland. Das nennt man wohl abhängig. Fühlt sich nicht so gut an. Vor allem, wenn die USA den Handel mal eben auf den Kopf stellen. Zudem haben deutsche Firmen in den USA eine Menge Geld investiert. Etwa 260 Milliarden Dollar. So viel wie in keinem anderen Land.